willkommen zu einem weiteren Ranglistenspiel gegen MPG. Der Kampf der drei Großbuchstaben. Können entsorgen mit Metzger, Müllverwerter, Priester. Müllverwerter hat Obelisk. Karten ziehen mit Wachturm. Weg des Einhorns. Die beiden passen aber jetzt nicht so doll zusammen. Vermutlich also Wachturm. Die Fünfer sind zwar gut, aber entsorgen ist mir erstmal wichtiger. Und ich denke auch, der Müllverwerter ist an sich eher schlechter als der Priester. Den Kauf haben wir durch den Beutel. Könnten hier schon den Wachturm holen. Oh, wir können auch mit dem Geizhals entsorgen. Wir brauchen aber ein paar Dörfer auf jeden Fall. Können wir uns einen Trank aufs Deck legen? Durch den Wachturm. Deswegen habe ich auch mit Wachturm und Priester angefangen. Das genau in dem Fall, dass die beiden zusammentreffen, kann man das nutzen. Okay, ideal wäre natürlich gewesen, Wachturm und Dorf zu ziehen. Aber naja, man kann es sich nicht aussuchen. Will ich einen frühen Außenposten oder lieber Bildhauer? Ich glaube lieber eine Bildhauerin schon mal. Das. Damit kann ich mir dann Dorf oder Wachturm holen, je nachdem, was ich will. Zweite Universität hier. Schätze, wir werden erst entsorgen oder sich ein Dorf oder nehmen. Ich könnte mir hier im Prinzip zwei Dörfer nehmen. Was ist unten? Universität. Nee, kein Wachturm, Universität. Und Anwesen. Nicht so viel tolle Sachen eigentlich. Einfach entsorgen vielleicht. Ja. Osten. Ah, das ist ein starker Zug. Okay. Überlege, hier einfach Universität zu spielen für ein Dorf, dann das hier so und eine Universität zu kaufen. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, eine gute Karte mit der einen zu ziehen, die ich hier habe, nicht so hoch war. Jetzt habe ich hier auch wieder relativ Mist gezogen. Keine Dörfer ist natürlich sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schlecht. Gartensucher. Aha.
Vermutlich ist es ganz gut, sich hier einfach Silber zu holen und ein Dorf zu kaufen. Damit ich solche Situationen dann nicht nochmal habe. Ganzen Fährtensucher. Ja, das sieht sehr gut für MPG aus. Natürlich noch viel, relativ viel los hier. Man kann viele Karten nehmen. Es könnte schnell zu einem Drei-Stapel-Ende kommen. Schon wieder der Außenposten. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mehr entsorgt habe am Anfang und trotzdem jetzt schlecht dastehe. Das ist mit Universität halt manchmal so, oder? Gerade Universität Wachturm, wenn es passt, dann ist es richtig gut, wenn nicht, dann nicht. Das hat er hier stark gemacht, beachtet. Er hatte sich mit seinem Wachturm wieder eine Universität und einen Wachturm aufs Deck gelegt, damit er jetzt in dem Außenpostenzug das gleich kombinieren kann. Das ist natürlich ja, so kann sowas dann schnell außer Kontrolle geraten. Der Gegner kriegt krasse Züge, man selbst sitzt nur so rum. Aber ja, so ist das manchmal. Ah, furchtbar. Furchtbare Züge hier. Okay. Braucht er die Provinz, weil sonst beendet er einfach simpel. Muss an sich, keine Ahnung, Glück haben, dass er jetzt mal nichts Vernünftiges hat, aber es sieht wieder nicht so aus. Bei Metzger. Posten. Er könnte auch locker schon hier aufs Spielende spielen, aber nutzt die Metzger nur für die Taler. Alles gut. Wenn man am Gewinnen ist, wieso nicht? Ich denke, er könnte es hier beenden, wenn er wollte. Ja, vielleicht macht das auch nichts. Er hat ja noch einen Zug dahinterher. Ich sag er, ich weiß es natürlich nicht, aber Anwesen in eine Provinz umgewandelt. Und das war jetzt, also ich weiß nicht, anwesende Provinz, natürlich echt happig. So, jetzt muss er mal hoffen, dass er kein Dorf gezogen hat. Doch, hat er.
Aber nur eins. Okay, er scheint nicht genug zu haben, um zu beenden. Deswegen Bildhauer gekauft, geholt wird. Da gibt plus zwei immer, wenn du eine Karte entsorgst. Hat drei Universitäten. Das hätte doch gereicht, oder? Das hätte doch gereicht, wenn er jetzt. Das ist ja echt riskant. Er hat nur drei Punkte Vorsprung. Haben wir noch eine Chance? Bauerndorf. Meine, die müssen eigentlich einfach drauf gehen, ne? Metzger holen. Wir haben genug schon, um die letzte Universität zu kaufen. Aber wenn jetzt ein Metzger, ja. Metzger könnten noch nicht ausgleichen. Aber so muss das halt jetzt laufen, dann den Wachturm. Den dann spielen. Okay. Ah, Außenposten, sehr gut. Ja, sieht so aus, als ob wir hier noch gewinnen können. Müssen nur dann im nächsten Zug auf 3 kommen. Mit den Münzen, die wir hier kriegen, dürfte das sogar gehen. Ja, das war ja jetzt echt weggeschmissen von ihm. Und haben wir noch umgedreht. Wer hätte es gedacht? Spannend und nicht verdient der Sieg, aber manchmal muss man auf solche Fehler vom Gegner einfach hoffen. Na dann, bis zum nächsten Mal.